Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Mit unserem Gesetzentwurf zur Änderung des Polizeigesetzes wollen wir zwei Ziele erreichen. Zum einen möchten wir mit der Einführung einer Kennzeichnungspflicht die Bürgernähe und Transparenz unserer nordrhein-westfälischen Polizei stärken. Und zum anderen wollen wir mit der Einführung eines Modellprojekts Bodycams einen eigenen Versuch in Nordrhein-Westfalen starten, mit dem Ziel, die Eigensicherung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu erhöhen. Aus unserer Sicht brauchen wir diesen eigenen Modellversuch in Nordrhein-Westfalen, da wir den Einsatz von Bodycams im Gegensatz zu den anderen Bundesländern eben nicht nur auf den öffentlichen Raum beschränken wollen, und wir wollen, dass er von Beginn an wissenschaftlich untersucht wird. Wir wollen zudem, dass Betroffene die Möglichkeit erhalten, ihrerseits in die Aufzeichnung Einsicht zu nehmen. Und wir haben bei diesem Gesetzentwurf dem Datenschutz einen hohen Stellenwert eingeräumt und sind der Meinung, dass wir hier eine sehr ausgewogene Regelung gefunden haben. Mein Kollege Matti Bolte wird gleich in der zweiten Runde auch noch näher auf das Thema Bodycams eingehen. Zum Thema Kennzeichnungspflicht. Wir werden mit diesem Gesetzentwurf eine individualisierte Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamtinnen und Beamte in den Bereitschaftspolizei und Alarmeinheiten einführen. Die Kennzeichnungspflicht dient aus unserer Sicht dafür, mehr Bürgernähe, mehr Transparenz der Polizei herzustellen. Sie sorgt für mehr Vertrauen in polizeiliches Handeln und auch für mehr Vertrauen in die Möglichkeit der Kontrolle staatlichen Handelns. Wir wollen, dass die Polizei als Inhaberin des Gewaltmonopols des Staates den Bürgerinnen und Bürgern mit offenem Visier gegenübertritt. Von einem Misstrauensvotum, einer Vorverurteilung oder gar einer Kriminalisierung der Polizei kann aus unserer Sicht keine Rede sein. Auch das Argument der Gefährdung, das hier immer wieder genannt wird von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, nehmen wir so ernst. Ich kann es aber nicht ganz nachvollziehen, weil wir uns bewusst dafür entschieden haben, eine anonymisierte Kennzeichnung einzuführen. Und wir wissen aus anderen Bundesländern, wo es diese Kennzeichnungspflicht schon länger gibt, dass es eben nicht zu einem Anstieg von Bedrohungen und Angriffen auf Polizeibeamtinnen und Beamten im Zusammenhang mit dieser Kennzeichnungspflicht gekommen ist. Eins will ich für uns hier klar feststellen. Unsere Polizei in Nordrhein-Westfalen ist gut ausgebildet. Sie handelt rechtsstaatlich und professionell. Und trotzdem kann niemand die Augen und Ohren davor verschließen, dass es nach größeren Demonstrationen, nach Fußballspielen und anderen Polizeieinsätzen, also häufig in Situationen, die konfliktbehaftet sind, immer wieder auch zu Kritik und Beschwerden über das Verhalten einzelner Polizeibeamtinnen und Beamten kommt. Die Kennzeichnungspflicht soll einer erleichterten Identifikation dienen, wenn mögliches Fehlverhalten der Polizei überprüft werden soll. Es ist ein wichtiges Merkmal unseres Rechtsstaates, dass solche Vorwürfe auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüft werden können. Und damit dient die Kennzeichnungspflicht unmittelbar auch dem im Grundgesetz verbrieften Recht auf effektiven Rechtsschutz. Ich finde sogar, dass es im Interesse der Polizei selbst ist, dass es gar nicht erst zu einem Vorwurf kommt, dass polizeiliches Fehlverhalten nicht geahndet werden könne. Professionell und rechtsstaatlich handelnde Polizeibeamtinnen und Beamte haben eigentlich auch gar keinen Grund, die Kennzeichnung zu fürchten. Ich glaube, wie gesagt, dass es eher in ihrem Interesse ist und dass es auch das Vertrauen in die Arbeit der Polizei stärken wird. In Brandenburg ist es so, dass auf Initiative der CDU-Fraktion hin die Kennzeichnung eingeführt wurde. Vielleicht erleben wir hier ja in Nordrhein-Westfalen auch noch ein Wunder und die CDU schließt sich unserem Gesetzentwurf an. Ich freue mich auf jeden Fall auf gute Beratungen im Ausschuss und hoffe und bitte darum, dass diese sachlich bleiben und nicht instrumentalisiert werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäfer.